aus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es zum öffentlichen Training des DFB, also unserer deutschen Nationalmannschaft. Und da nehme ich euch mit. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Nach dem Tag gestern hätte ich niemals gedacht, dass ich heute noch dorthin komme. Ich war nämlich gestern in Weimar und wollte eigentlich warten, bis die Spieler kommen. Da hat mir aber ein Ordner nicht so ganz nett gesagt, dass das bei der EM ganz schwierig ist, an die ranzukommen, und hat mich halt weggeschickt. Ich bin ja aber auch sehr, sehr lange dafür gefahren. Ich kann ja auch mal ein paar Szenen einblenden. Schon ein, dahin sieht man ihn, einen Deutschlandbus vorbeigefahren. Der geht vielleicht jetzt schon den ersten Spieler abholen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Und hier ist auch schon ein herzlich willkommen Schild. Ja, ich hatte kein Glück. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den YouTube-Vlog jetzt überhaupt hochlade. Ja, aber es ist, wie gesagt, echt eine schöne Aussicht. Eine schöne Golfanlage. Ich habe gerade noch ein paar Videos gedreht. Ja, ich bin richtig gebrochen gerade. Ich will jetzt fragen, ob ich wenigstens noch mal kurz in das Restaurant was, ein Eiskaffee oder so trinken kann. Ja, naja, mal gucken. Wie man schon in den Videos gesehen hat, sehr, sehr enttäuscht und konnte es gar nicht fassen. Und dann, als ich zu Hause war und dann auch noch die Videos gesehen habe vom DFB, und von Müller und Musiala, dass sie Bilder gemacht haben und Autogramme gegeben, bis jeder eins hatte, hat mich echt traurig gemacht. Und ja, ich konnte mich fast gar nicht beruhigen. Deshalb habe ich die Nacht auch echt schlecht geschlafen. Ich glaube, das sieht man mir auch ein bisschen an. Aber jetzt geht's los nach Jena und ich bin gespannt, wie es wird. Ich war bisher noch nie beim öffentlichen Training von der Nationalmannschaft, also mal gucken. Ich bin jetzt über die angezogen. Ich habe mich heute einfach nur für eine Radlerhose und das Trikot entschieden, weil es mir sonst zu warm wird irgendwie. Und ich nehme noch meinen Pullover mit. Ich bin jetzt in Jena angekommen. Habe einen Parkplatz gefunden. Ja, und jetzt geht's zum Stadion bzw. Trainingsplatz. Der Club ist auch wieder da und verteilt Fahnen. Final zum Eingang und drückt mir den Daumen, dass ich reinkomme. Die Schlange ist so lang. Es geht jetzt langsam rein, aber schleppend. So, ich bin jetzt drin. Bin zum Glück reingekommen. So, jetzt geht's rein in das Stadion. Mal gucken, wo ich sitze. Meine Aussicht fürs heutige Spiel. Der Ordner war nicht so informiert, wie das hier alles abläuft. Yes. Ole macht sich da hinten schon warm. Also Game of Brother ist auch mit am Start. Los geht's mit dem Training.
Stille hier im Stadion gerade. Aber er hat am Anfang gesagt, Pavlovic und Hosanna sollten nicht mit trainieren, aber sie trainieren jetzt doch mit. Hat geht eine schöne Laola-Welle durchs Stadion. Also als Nagelsmann das erklärt hat, sah Müller nicht so begeistert aus. Ich kann ja mal das Bild einblenden. Jetzt werden Torschüsse geübt und endlich werden die Torwerte mit eingebracht. Jetzt wird es langsam voll hier unten. Aber... Entschuldigen Sie, wollen Sie noch ein bisschen rutschen? So, jetzt wird die nächste Einheit trainiert. Ich habe so die Hoffnung, dass Müller und Jamal auch herkommen. Alexander, können wir noch ein Foto machen? Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ein Schuss, ein Tor. Dankeschön. Jamal und Co. machen sich jetzt auf den Weg rein. Levi auch. Aber Levi hat sich halt viel Zeit gelassen. Auch wenn mich Jamal gekorbt hat, aber es ist vollkommen okay. Es sind hier so viele Menschen, über 40.000. Da kann man nicht viel erwarten. Aber ich habe es endlich erreicht. Ich melde mich gleich im Auto nochmal richtig. Ich bin gerade einfach sprachlos und einfach nur glücklich. So, ich bin jetzt im Auto. Was soll ich sagen? Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe Thomas Müller getroffen und mit ihm ein Bild machen können. Ich habe 7 Jahre auf diesen Moment gewartet. 7 verdammte Jahre. Und jetzt ist es einfach wahr geworden. Ich kann es wirklich immer noch gar nicht glauben. Ich bin immer noch... Ich zitter und... Ich bin so froh, dass ich heute Morgen noch spontan Karten für dieses Spiel bekomme. Aber mir sind auch die 20 Euro komplett egal. Auch wenn das Spiel eigentlich, das offene Training eigentlich kostenlos war. Aber ich bin einfach dankbar für diesen Moment. Und das hat einfach meine Laune jetzt wieder richtig hoch getan. Und ich freue mich jetzt einfach auf die EM, die Jungs zu unterstützen. Alles zu geben, damit sie das Ding nach Hause holen. Ja, ich melde mich von zu Hause nochmal. Danke, dass ihr mich immer unterstützt.